Es gibt Vögel in vielen Farben. Rot, blau, grün. Und dennoch sind sie alle Vögel. So ist es auch bei den Menschen in diesem Land hier. Und gegen was verstoßen wir Indianer Ihrer Meinung nach, Senator? Heidnische Tänze mit heilerischen Ritualen. Bei allem, was mir heilig ist, was wollen Sie von uns? Dass es uns nicht gibt. Wann beginnt das College? Mir wäre es lieber, wenn sie in der Nähe bleiben würde. Ganz normal. Ich muss los, Daddy. Du bist dann also eine Chickasaw. Also was haben Sie zu sagen? Welche Geschichten haben Sie zu erzählen? Was könnten Sie mir zeigen, was ich noch nicht gesehen habe? Vor langer Zeit suchten meine Leute einen Ort, den sie zu Hause nennen konnten. Vor ihnen lief ein großer weißer Hund. Manche sagen, dass er immer noch unsere Leute leitet. Erzählen Sie mir, was Sie jetzt vorhaben. Vielleicht nach New York gehen. An dem Broadway? Sag mir, dass ihr nach Hause kommt. New York City. Ich wurde gerade für eine Rolle auf dem Broadway engagiert. Jedes Mal, wenn Sie die Bühne betreten, bringen Sie Licht in die dunkle Welt. Jetzt ist das hier unser Zuhause. Und wir müssen nicht mehr umherreisen. Und du musst es auch nicht. Ich möchte mich auf den Broadway konzentrieren. Vielleicht geht es nicht darum, was du tun willst. Vielleicht geht es darum, was du tun musst. Ihre Tochter hat großes Talent. Sie kann der Welt die Augen öffnen. Über die Chickasaw. Indianer sind die Ureinwohner dieses Landes und gehören hierher. Ihr Indianer seid alle gleich. Verschwindet von meinem Land. Die Leute haben Angst vor dem, was sie nicht kennen. Deshalb muss ich gehen, damit ich unsere Geschichten erzählen kann.